Schauen wir einfach mal. So, Moment. Nach links. Durch den Raum. Ja, also das erste links. Gucken wir mal. So, kommen die Viecher jetzt hier wieder? Mit dem bisschen Leben, was ich habe, wäre das nicht so toll. Auf der anderen Seite könnte ich mir damit was Leben wiederholen. Hier lang? Ja. Lume Tial. Einmal hier drüber. Hier bin ich echt... Irgendwie habe ich hier so ein bisschen Nervenkitzel. Obwohl das ja an und für sich gar nicht so schwierig ist, hier lang zu gehen. Naja. So, da sieht man, dass das Spiel doch eine gewisse Atmosphäre aufbaut. Da war, glaube ich, ein Autosave oder der hat nachgeladen. Lume Tial. Ach so, verdammt, hier geht es eh wieder aus. Oh, dann sind wir hier. Hier war ja auch wieder ein Save-Punkt. Könnten wir auch nochmal nutzen. Wer weiß, wofür Judas. Wo ist er denn? Mussten wir da so weit runterlaufen? Ernsthaft? Okay. Tatsächlich da unten. Boah. Ja, dann sprinten wir mal. So weit runter hatte ich das nicht mehr in Erinnerung. Den nutzen wir auch noch. Zack. So, und dann war das hier irgendwo. Jawohl. So, komm hoch. Ich habe doch keine Zeit. Alter, das war tief. Hä? Wo schwebt denn ihr hin? Hallo? Komm hoch, hoch, hoch. So. Und, oh, das könnte aber tief sein. Ne, passt. Gut, das ist auch noch aktiv, alle beide. Alles klar. Dann können wir hier direkt weiter. Dann gucken wir mal, ob wir da in dem Raum jetzt ein Zeichen der Herrschaft haben. Ecto Lume. Ach, falsche Taste. Ecto Lume. Ecto Lume. Geht nicht. Ecto Lume. Ja, dann nicht. Bin ich zu nah an dir dran oder was? Oder spreche ich das falsch? Ich habe die Viecher nämlich hinter mir gehört. So, sind wir wieder hier. Die waren auch hinter mir. Wetten? Ecto Lume. Ah, jetzt geht's. Kommt mal näher, ich will nämlich was Heilung haben. Hm, dann halt nicht. So. Mal gucken, ob wir hier ein Zeichen der Herrschaft haben, das wir übersehen haben. Oder eventuell jetzt sogar... Tja. Das wird es doch sein. Zeichen der Herrschaft, jawohl. Stand das letzte Mal auch da dran? Ich weiß das nicht mehr. Aber egal. Tial Uda. Nicht? Tial Uda. Wow. Okay. Ist das jetzt die Brücke, die da unten zu sehen war? Komme ich da nochmal hin? Ich komme da nicht drüber. Schade, das ist die bestimmt. Cool, cool. Ne, hier ist kein Zeichen der Herrschaft dran. Okay.
Ich höre die Viecher doch schon wieder. Da! Ektolume. Nein, ich habe keinen Bock zu sterben. Verdammt. Verdammt. Ja, irgendwie, man kann gar nicht verhindern, dass die einen... Stimmt, ich bin jetzt hier. Dass die einen doch erwischen. Habe ich zumindest so den Eindruck bisher. Hoppala. Nur, dass man sich ja mit den Getöteten wieder heilen kann. Vielleicht darf ich nicht zurückgehen. Wenn die kommen. Alter. Na komm. Nee, wenn du so hoch bist, komme ich doch nicht auf dich drauf. So. Ey, ich hab den doch... Ey, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Bin ich denn jetzt ganz blöd? Gammler, warum lädst du jetzt überhaupt? Muss ich auch nicht verstehen, ne? So, von hier war das doch. Muss ich geduldiger sein und dass das weiter unten ist? Anscheinend. Na, bei dem Spiel darf man nicht ungeduldig sein. So viel war mir eigentlich schon klar. So. Hopp. Ja, also, klappt doch. Womit wir jetzt gelernt haben, dass wir da hinten auf jeden Fall speichern. Weiß gar nicht, warum ich das gerade nicht gemacht habe. Da war doch ein Speicherpunkt. Da hänge ich immer fest. Keine Ahnung warum. Ich habe die Viecher schon wieder hinter mir, glaube ich. Ich höre sie zumindest. Ektolume. Geht nicht. Ektolume. Hey, bleibt hier. Ich will ein bisschen Heilung von euch. Ach, verdammt. Dann halt nicht. Hier war doch ein Speicherpunkt, oder nicht? Nö. Ach, okay. Deswegen habe ich ihn jetzt gerade nicht genutzt. Alles klar. Dann müssen wir hier halt nochmal aufmachen. Tialuda. Ah, okay. Das wurde aus den Einzelteilen, die hier rumschwebten, zusammengebaut. Das war nicht die Fläche, die da unten war. Ektolume. Ich sag nur, jetzt kommen sie nicht. Da kommen sie, ich wollte gerade sagen. So, haha, geht doch. Ach so, ihr lauft weiter, ihr greift mich so gar nicht an. Ich darf euch nur nicht im Weg sein. Okay. Muss einem ja gesagt werden. Speichern. Jawohl. Bin ich voll im Leben? Ne, bin ich nicht. Dann holen wir uns da hinten noch schnell. Dann dürften wir wahrscheinlich im Leben wieder voll sein. Zing. Jawohl. Moment mal, wo sind denn die hierhin verschwunden? Die sind doch hier links irgendwo abgebogen. Ist hier irgendwo ein Loch in der Wand, so kleines, wo die durch können? Okay. Dann bin ich... Ich höre sie schon wieder. Wo höre ich euch denn? Ektolume?
Da höre ich euch. Alter! Verdammten Viecher, also die mag ich nicht. Nicht wirklich. Oh. Okay, das sieht nach einem erneuten Diamantenrätsel aus. Und hier ist ein Zeichen der Herrschaft. Da ist auch ein Zeichen der Herrschaft. Ein Riesendiamant. Okay, 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 okay. Was kann man denn hier? Was gibt es denn hier noch? Da ist auch noch was in der Wand. Spiegelst du auch? Ektolume? Ja, du spiegelst auch. Okay. Kann ich nur nicht sehen, wo du hinspiegelst. Du brichst um in Rot. Du bleibst weiß. Oh, hat direkt da hinten hin umgebrochen. Ach, da hinten ist eine Tür. Da muss aber was Rotes rein, würde ich sagen. Okay, okay. Wir müssen also irgendwie... den roten Strahl da hinten rüber. Wo ich keine direkte Sicht habe. Da ist allerdings auch ein Diamant. Moment mal, wenn ich mit dem roten... Ich treffe aber keinen von den kleineren hier. Na, erstmal noch weiter umgucken. Wow. Okay. Ektolume. Ektolume. Er bricht nach rechts um. Das bricht jetzt gar nicht um. Da hinten müssen wir hin. Na gut, wir haben ja jetzt die Zeichen der Herrschaft noch nicht ausprobiert, was die machen. Aber die sind ja an mehreren, ne? Ja. Ich glaube, das wäre ja zu einfach, wenn man das einfach überall sagen könnte und dann automatisch das Richtige passiert. Die Frage ist also, was müssen wir genau machen? Ich probiere es aber trotzdem einfach bei dem hier mal aus. Dial Uda. Du versperrst mir dann den Weg. Bist aber dann hier. Ektolume. Ich kann es jetzt nicht genau sehen. Doch, ich glaube, ich treffe jetzt das Ding da oben, ne? Okay. Das würde bedeuten, ich den treffen muss. Ektolume. Warten, der ist in der Wand, da. Ich glaube, na komm, wir machen das, verschieben den anderen auch noch. Dialu da. Alter, wo fährst du denn hin? Ja, bin ich jetzt aber ein bisschen sehr überrascht. Ach, und der hat auch eins, okay. Dialu da. Vielleicht muss ich sie ja doch alle verschieben. Mal gucken. Denn ich habe so das Gefühl, dass man das von hier oben machen muss. Ektolume. Ah. So, jetzt bricht der nach da um, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur unter mir nicht treffe oder ob es dann nicht richtig weitergeleitet wird. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Was ist denn da hinten?
Yep. Oh, da verschieben die sich nicht automatisch richtig, sondern immer nur eine bestimmte Stelle und ich kann sie dann noch weiter verschieben. Tialu da. Ja, so ist es. Okay, ich muss also rauskriegen, wo ich am besten genau hin muss. Ektolume. Ektolume. Wo war denn das jetzt da? Ja, das ist ein bisschen... Oh. Das geht jetzt komplett. Und zwar anscheinend auch egal von wo ich reinstrahle, komplett darüber. Gut. Der ist, glaube ich, der Einzige, der woanders hinstrahlt, wenn ich ihn von woanders anleuchte. Kann das sein? Ist blöd, wenn man das nicht sieht. So, wenn ich dich anstrahle. Jetzt kommt da hinten ein weißer Strahl an. Okay. Dich so anstrahle. Was ist da jetzt passiert? Irgendwas passiert. Ich muss da gucken. Es war nämlich anscheinend... Hä? Konnte man jetzt nichts sehen, ne? Die Tür ist auf jeden Fall noch zu. Mal nochmal hoch und probieren nochmal. Ich weiß ja jetzt nicht, ich habe es ja jetzt mehrfach aktiviert. Ektolume. Was hatte ich denn jetzt eben? Ne, das ist der Weiße. So ist auch weiß. Wie stand ich denn eben, dass ich das richtig hatte? Da ist auf jeden Fall jetzt wieder was passiert. Und wenn ich weiter festhalte, passiert nichts weiter. Verdammt, jetzt ist aber... Ich glaube, die Tür schließt sich gerade wieder da hinten. Ja. Okay. Ektolume. Ektolume. Die geht immer noch zu. Vielleicht mal abwarten, bis sie zu ist. So. Ektolume. Im Faschen? Ektolume. Ach, die ist auf, solange das... Solange der Strahl aktiv ist. Ich brauche also eine dauerhafte Lichtquelle. Okay. Wo kriege ich denn eine dauerhafte Lichtquelle her? Noch dazu von hier oben. Du? Ektolume. Lume Tial. Nee, das kann es nicht sein. Ich meine, ich komme hier jetzt sowieso gar nicht rüber, weil der im Weg ist. Eine dauerhafte Lichtquelle.
Moment mal. Dialu da.